Guten Morgen am Freitag. Was Sie heute alles wissen müssen, das erfahren Sie hier im FAZ Frühdenker. Die Nachrichten am Morgen als Podcast. Heute ist der 10. Mai. Schön, dass Sie dabei sind. Das Wichtigste für Sie heute: Hamburg rüstet sich für die nächste Islamistendemo. Die FDP will die Bundeswehr mit Reservisten stärken. Und wer gewinnt den ESC in Malmö? Mehr dazu gleich. Jetzt gibt's erstmal die Meldungen aus der Nacht in Kürze. Bayer bleibt auch im 49. Spiel in Serie ungeschlagen nach einem ganz späten Tor. Leverkusen steht nach einem 2:2 im Rückspiel gegen die AS Rom im Endspiel der Europa League. Der chinesische Präsident Xi hat auf der letzten Station seiner Europareise gestern in Budapest Gespräche mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Orbán geführt. Dabei habe man eine, Zitat, umfassende strategische Partnerschaft zwischen beiden Ländern vereinbart, sagten beide Politiker. Hollywood will mit einem neuen Herr-der-Ringe-Film in die Mittelerde zurückkehren. Warner Brothers Pictures gab das Projekt Lord of the Rings – The Hunt for Gollum mit einem geplanten Kinostart für 2026 bekannt. Die Texte für den Frühdenker-Newsletter hat Rebecca Buchsein geschrieben. Mein Name ist Johanna Horn. Die vom Verfassungsschutz beobachtete extremistisch-islamistische Gruppe Muslim Interaktiv darf wieder in Hamburg auf die Straßen gehen. Und das macht sie morgen wieder. Die Demonstration hat strenge Auflagen, so darf nicht zur Gewalt aufgerufen und das Existenzrecht Israels nicht geleugnet werden. Hinzu kommt die neue Auflage, dass auch die Forderung nach einem Kalifat in Deutschland nicht erhoben werden darf. Wie vor der vergangenen Demo der Gruppe Ende April sei ein Versammlungsverbot intensiv geprüft worden, sagte Hamburgs Polizeipräsident Schnabel gestern. Das Ergebnis sei, ein Verbot wird sich rechtlich nicht halten lassen, sagte er. Morgen will die Polizei nach eigenen Angaben mit Dolmetschern und Islamwissenschaftlern zusammenarbeiten, um mögliche Verstöße und Straftaten einordnen zu können. CDU-Fraktionschef Thiering nannte die Entscheidung so wörtlich unerträglich. Diese Bilder sollten sich nicht wiederholen und es bleibt ein Rätsel, warum der rot-grüne Senat hier erneut diese Anmeldung zulässt, so Thiering weiter. Die SPD-Fraktion hielt dagegen, populistische Rufe nach einem verfassungswidrigen Eingreifen der Politik in das Versammlungsrecht seien zurückzuweisen. US-Präsident Biden warnt vor einer Rafah-Offensive und droht, Waffenlieferungen an Israel einzuschränken. Das sorgt dort für Aufregung. Bidens Drohung empörte vor allem am rechten Rand des politischen Spektrums in Israel. Der rechtsnationale Minister für nationale Sicherheit Ben-Gvir schrieb gestern auf der Plattform X, die islamistische Hamas liebe Biden. Zwischen die Wörter Hamas und Biden setzte er provokativ ein Herz-Emoji. Israels Ministerpräsident Netanyahu sagte später, sein Land sei bereit, notfalls allein zu kämpfen. US-Präsident Biden hat dem Fernsehsender CNN gesagt: Civilians have been killed in Gaza as a consequence of those bombs and other ways in which they go after population centers. And I made it clear, if they go into Rafah, they haven't gone into Rafah yet. If they go into Rafah, I'm not supplying the weapons that have been used historically to deal with Rafah, to deal with the cities, to deal with that problem. Er habe klargestellt, dass er schwere Bomben im Falle einer Großoffensive auf Rafah nicht ausliefern werde. Nach UN-Schätzungen halten sich dort im Moment mehr als 1 Million Menschen auf. Zivilisten in Gaza seien als Folge dieser Bomben getötet worden. Biden versicherte zugleich, die USA stünden Israel bei der eigenen Verteidigung uneingeschränkt zur Seite. Die USA haben schon eine Munitionslieferung zurückgehalten. In der Vollversammlung der Vereinten Nationen geht es heute um eine Stärkung der Rechte der Palästinenser. Ein Resolutionsentwurf, der der deutschen Presseagentur vorliegt, gibt dem bisherigen Beobachterstaat Palästina zwar kein reguläres Stimmrecht, gesteht ihm aber eine deutliche erweiterte Teilnahme an Sitzungen zu. Dass der Text angenommen wird, gilt als sicher. Damit würde sich der Druck auf den Weltsicherheitsrat für eine Vollmitgliedschaft Palästinas erhöhen. Mehr als 130 der 193 UN-Mitgliedstaaten erkennen Palästina als unabhängiges Land an. Deutschland und die USA gehören nicht dazu. Angriffe auf unsere Demokratie gehen uns alle an. Deswegen sehen wir nicht tatenlos zu. Eine Antwort, die jede und jeder von uns geben kann, ist ganz einfach. Wählen gehen. Bundeskanzler Scholz ruft dazu auf, als Antwort auf die Attacken gegen Politikerinnen und Politiker bei den anstehenden Wahlen eine Stimme abzugeben.
Das Entsetzen nach einer Reihe von Angriffen auf Politiker ist groß. In der Frage, ob die Gesetze ausreichen, sind sich die Innenminister der Länder aber uneinig. Während etwa der bayerische Innenminister Herrmann die geltenden Regeln für ausreichend hält und lediglich dafür plädiert, den Strafrahmen besser auszunutzen, sieht der brandenburgische Innenminister Stübgen Nachbesserungsbedarf. Danach soll die Strafzumessung verschärft werden, um den Umstand zu erfassen, dass Angriffe gegen Ehrenamtler deren gemeinnütziges Engagement erheblich beeinträchtigen. Denn wir brauchen ehrenamtliche Mandatsausübung und Menschen, die sich in Kommunalparlamenten engagieren. Die bestehenden Gesetze deckten die Besonderheiten der Folgen von Angriffen auf Politiker nicht ausreichend ab. Bundesinnenministerin Faeser plädiert für ein ganz deutliches Stoppsignal. Neben den Sicherheitsbehörden sei dafür auch die Justiz gefragt. Wir werden in Kürze das Melderecht ändern, damit Privatadressen von Kommunalpolitikern besser geschützt sind. Denn auch, dass manche Drohgebärde bis hin zu ihrer eigenen Haustür erleben müssen, ist nicht akzeptabel und nicht hinnehmbar. Und deswegen muss das Gesetz dort auch geändert werden. Die Justiz müsse schnell und konsequent Verfahren führen und Strafen verhängen. Faeser will außerdem über Verschärfungen etwa des Strafrechts beraten. Wir brauchen auch eine Änderung des Waffenrechts, um Extremisten schneller zu entwaffnen. Dass es Angriffe auf Abgeordnete oder andere politische Handelnde mit Waffengewalt gibt, wie sie etwa die Terrorgruppe von Reichsbürgern plante, die jetzt vor Gericht stehen, das müssen wir unbedingt verhindern. Für diese Gesetzesänderung werde ich weiterhin kämpfen und auch werben. BKA-Präsident Münch äußerte sich besorgt. Im gesamten Jahr 2022 habe das Bundeskriminalamt 27 körperliche Angriffe auf Politiker gezählt. In diesem Jahr schon 22. Auch die Zahl der Beleidigungen sei deutlich gestiegen. Davon seien die Grünen am stärksten betroffen, von Körperverletzungen die AfD. Was können wir tun, um gegen Gewalt in der Gesellschaft vorzugehen? Matthias Kauf ist Professor für Sozialpsychologie an der Medical School Hamburg und meint, wenn wir bei Social Media beispielsweise beobachten, dass da jemand sich sehr abfällig über andere Personengruppen oder über Politikerinnen äußert, dann ist es in den seltensten Fällen so, dass wir, wenn wir was dagegen schreiben oder dagegen halten, auch in der Öffentlichkeit außerhalb von Social Media, dass wir da die Personen, die das schreiben, beeinflussen können. Was wir aber oft vergessen, ist, dass ganz viele Leute eben mitlesen oder mithören. Und damit die nicht den Eindruck bekommen, das, was da passiert ist, was wir als soziale Norm im Rahmen unserer sozialen Norm akzeptieren, ist es, glaube ich, schon wichtig, dass wir auch als Einzelne dagegenhalten, auch in den kleinen Interaktionen, die wir haben. Die Debatte über die Wehrpflicht geht weiter. Während die CDU in ihrem neuen Grundsatzprogramm dafür plädiert, die Aussetzung der Wehrpflicht wieder aufzuheben, lehnt die FDP dies ab. Für die Wiedereinführung der Wehrpflicht fehle die notwendige Infrastruktur. Sie aufzubauen wäre viel zu teuer, argumentiert der FDP-Bundestagsabgeordnete Gründer in einem Gastbeitrag in der FAZ. Der verspätete Eintritt ins Arbeitsleben schade zudem dem ohnehin an Fachkräftemangel leidenden Wirtschaftsstandort. Gründer hält es stattdessen für sinnvoll, Reservisten stärker in die Landesverteidigung einzubeziehen. Die Vereinbarkeit von Beruf und Dienst bei der Bundeswehr müsse verbessert werden. Der Vorschlag widerspreche der notwendigen Kriegstüchtigkeit der Bundeswehr, konterte der CDU-Sicherheitspolitiker Kiesewetter. Die FDP setze auf immer älter werdende Reservisten ohne moderne Ausbildung, sagte Kiesewetter der FAZ. Außerdem vernachlässige sie den Bevölkerungs- und Katastrophenschutz wie auch die Ermutigung der jungen Gesellschaft, mehr Verantwortung für unseren Staat zu übernehmen. Der CDU-Verteidigungspolitiker Otte sagte der FAZ, es gehe bei der schrittweisen Rückkehr zur Wehrpflicht darum, schrittweise systematisch Personal aufzubauen und damit die Reserve und Resilienz unserer Gesellschaft zu erhöhen. Verteidigungsminister Pistorius lässt im Moment Modelle einer Dienstpflicht prüfen, darunter das schwedische Wehrpflichtmodell. Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer plädierte unterdessen dafür, eine Volksbefragung zum Thema durchzuführen. Er schlug im Handelsblatt vor, die Frage bei der Bundestagswahl gleich mit zur Abstimmung zu stellen. Die Politik solle davor keine Angst haben, nur so nehmen wir die Menschen mit, sagte er. Also ich bin jetzt erstmal in einer sehr glücklichen Lage, weil Deutschland in den letzten Jahren ja auch nicht sonderlich gut abgeschnitten hat. Klingt ein bisschen zynisch, aber ist ja so. Entweder ich mache jetzt eine bessere Platzierung, indem ich irgendwo lande, ist ja völlig egal wo. Und dann sind alle so, ja cool, hat er uns aus dem Fluch rausgeholt. Oder ich lande halt irgendwie wieder auf dem letzten Platz und dann heißt es in der Öffentlichkeit, ja du, liegt halt ein Fluch auf Deutschland und dann finden die Leute schon irgendwelche Erklärungen für, dass ich auf dem letzten Platz gelandet bin. Isaac aus Ostwestfalen tritt für Deutschland beim Eurovision Song Contest an.
United by Music lautet das diesjährige Motto. Alle Finalisten stehen jetzt fest. Morgen Abend um 21 Uhr beginnt die fast vierstündige Finalshow im Ersten. Die Beiträge kommentiert nach dem Abgang von ESC-Urgestein Peter Urban Radiomoderator Thorsten Schorn. Zum ersten Mal können auch Zuschauer aus Nicht-Teilnehmerländern in aller Welt mit abstimmen. Aber der Krieg in Israel und Gaza überschattet den europäischen Musikwettbewerb im schwedischen Malmö. Dort herrscht die zweithöchste Terrorwarnstufe. Mehr als 1000 schwedische Künstler hatten außerdem Ende Januar gefordert, Israel vom ESC auszuschließen. Das Lied der israelischen Sängerin war den Veranstaltern wiederum zu politisch und musste überarbeitet werden. Und zum Schluss noch diese Meldung. Deutschland eröffnet die Eishockey-WM. Nach dem überraschenden Finaleinzug im vergangenen Jahr hat Bundestrainer Kreis für die WM in Tschechien ein Minimalziel ausgegeben. Die Mannschaft ist stabil, sagte er der FAZ. Das Team hat Selbstvertrauen und glaubt an sich. Es ist schön, die Begeisterung der Spieler zu erleben. Das motiviert auch mich. Den Einzug ins Viertelfinale hält Kreis für ein Pflichtziel. Das deutsche Team eröffnet heute mit dem Spiel gegen die Slowakei die Eishockey-WM. Mehr dazu und auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker finden Sie online auf faz.net. Wir wünschen Ihnen einen entspannten Freitag und ein schönes Wochenende. Und den nächsten FAZ-Frühdenker zum Hören gibt es Montagmorgen wieder.